initializing human values. Initializing human values. Halli, hallo, hallöle, einen wunderschönen guten Abend. Spät kommt er, aber er kommt. Sorry für die Verspätung. Sorry for the delay. I had a wonderful discussion with a friend of mine about some issues and things of gaming and so on. And so, yeah, we discussed a little bit longer and we had a test move because of Marion's legs in Elden Ring. So, yeah, I'm a little bit late to the party. Ja, ich hab mit einem Freund hab mich verquatscht und wir hatten eine sehr gute Diskussion auch mal wieder über verschiedene Gaming-Dinge, die auch zu Problemen führen, etc. pp. Insofern, sorry für die Verspätung. So, wir sind hier. Ich muss noch so ein paar Dinge machen. So ein paar Dinge, die ich einfach mal relativ fix hier eingebe. Das Spiel schon mal starten. Und wir können eigentlich direkt in das Game switchen. Ja. Das brennende Neo-Eden brauchen wir gerade nicht. Pardon. Hi. Pardon. Entschuldigung. So. Ja, es geht natürlich immer aus dem Spiel raus. So. So. Ich muss mal eben kurz
Okay, faszinierend. Eigentlich bin ich hier jetzt bei OBS, aber... Alles klar. Keine Fragen mehr, euer Ehren. So, ich muss mal eben was schauen. Nee, nicht Basic Game Audio. So. Das erklärt einiges. Wartet mal. Genau. Ich hatte das, glaube ich, immer auf der Lautstärke ungefähr. Und das müsste dann auch passen. Gut, willkommen, willkommen. Heute geht es weiter in Nioh. Und ich gebe es zu, ich habe ein paar Nebenmissionen weitergespielt. Und ja, wir schauen heute mal, dass wir mit der nächsten Hauptmission weitermachen. Und die auf jeden Fall heute schaffen. Dann gucke ich mal eben, ob es heute auch, ob es den Tasty Drink wieder gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon... ja, ist aktiv. Perfekt. Dann... So... So, jetzt gibt es erst einmal eine Runde Nioh, Solo-Stream, und nachher ab circa 20.30 Uhr at 8.30 p.m. CET gibt es eine Runde Valheim im Team. Und ja, auf jeden Fall dabei sind Benne und der Pieper und später eventuell auch noch der Chris mit Conny zusammen. Das gucken wir mal, aber... Dazu später mehr. Jetzt Main Mission. The Demon of Mount Yay. Ja, jetzt gucke ich mal eben. Man hört alles. Es ist ein Träumchen. So. Mount Yay lies to the northeast of Kyoto. For many years it has served as a barrier to keep fiends and curses out of the capital. Now this magical barrier is on the verge of collapse, thanks to the spikes Kelly has been planting. We must make our way there at once. Ja, dann mal los. Mal gucken, wie ich das heute hinkriege, so. Ja, super, das Stöfchen macht auch mit. Dem es einfach den Deckel abwirft. Komm, ja, komm. Ich hab Angst. Es bleibt. Juhu. So, ich hoffe, euch geht's gut. I hope you're well. Mount Yay was once a place of worship and powerful military base. In 1571, Oda Nobunaga had it burned to the ground, followed by the beheading of every surviving man. Woman and Child. Uiuiui. Dann mal sehen. So, alles zu sehen. Boah, sieht doch halbwegs... Oh, einen Moment. Nein, nicht das Hauptbild. Hallo? Also manchmal ist das auch alles... spannend. So. Okay. Los geht's. So, eine andere Sache mache ich auch mal eben. Zap. 66.000. Ich brauche, glaube ich, deutlich mehr für ein Level-Up mittlerweile. Ein paar Level-Ups habe ich mir auch noch gegönnt. 77.000. Wartet mal. Ach, falscher Knopf, Badok. Ist ja nicht Elden Ring. Haben wir noch einen anderen? Spirit Stone. Habe ich nicht noch normale Spirit Stones? Oder bin ich wieder zu blind? 5000 Consumables, ey. Kann sich wieder keiner ausdenken. Ach, nimm doch den. Genau, 5000. Ah, ich glaube, wir machen es durch Gegner. So. Okay, los geht's. Oh, fast. Einen Moment bitte. Ich muss einmal den Streifen hier. Hallo? Ja. Nein. So, einmal zumindest den Streifen.
aus dem Bildschirm machen. Aus dem Kontrollbildschirm. Da sind schon wieder lustige Kristalle. Ja, auch wieder. Okay, die haben doch hier wieder was zu tun damit, würde ich mal glatt schätzen. So, ich muss erstmal wieder hier reinkommen, nach Sekiro und Elden Ring. Ah, okay, das ist so ein Zyklop, Morgi. Das war der falsche. Na doch. Was sagst du? Ah, okay. Mache ich dem überhaupt keinen Schaden wahrscheinlich? Okay. Ja, okay. Das ist so... Er hat auch so einen roten Schimmer um sich rum. Ich hänge fest. Aua. Und dann rennt er wieder zurück, ne? Entschuldigung. Kann ich die denn kaputt machen, so einfach? Er wird... Der Kristall heilt sich auch. Das ist ja... Ah! Oh, nein, nein, nein. Der Kristall heilt sich auch. Das ist ja mal... Boah, ist das assi. Das ist ja mal krass. Okay, wie soll man das denn... Nö, der geht einfach nicht kaputt und ich bin tot. Dafür bin ich kaputt. Geht der nicht kaputt? Okay. Das ist jetzt etwas seltsam. Da muss ich mal gucken. Also ja. Ist noch ein Kristall hier? Wir können ja erstmal hier rumgucken. Ich meine, wenn er sowieso nur da bleibt. Quick! Get underground! Okay. Geht's auf jeden Fall schon mal runter. Also diesen Kristall da kriegen wir nicht platt. Ich sollte aber auf jeden Fall mal... Den könnten wir mal nehmen. Oder ist es so, dass diese kleinen Kristalle den großen Kristall heilen und der große Kristall dann den lustigen Zyklopen hier heilt? Natürlich. In meinen Puddel überhaupt rum. Ich wollte dich gerne mal markieren. Okay, einmal kurz testen. Ja, der heilt sich aber immer noch. Fängt ja gleich super an. Komm, ey. Okay, abwarten.
wieder geheilt. Au. Boom. Kommt davon, wenn man zu greedy ist. Ach, ein Dreier-Kombo. Ja, super. Okay, sowas nervt mich ja schon etwas. Okay, also wir können entweder da runter. Kann ich den denn jetzt schon besiegen oder nicht? Das nervt bei so einem Game halt schon ein bisschen. Okay. Der regeneriert einfach die Leben. Also da komme ich jetzt noch nicht weiter. Gut, okay. Macht aber nichts, dann heil dich halt. Auch gut. Gucken wir mal, ob wir hier rein können. Dann gucken wir erstmal weiter. Da komme ich, glaube ich, nicht hoch. Dann gehen wir erstmal hier. Hm. Ja. Hallo? 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 Danke. Latsch doch schon mal direkt rein. Nee, ist immer der falsche Knopf. Mal das Parieren noch mal wieder rausfinden. Hallo? Ja, passt. Through dig a cave like this beneath a temple. Was natürlich sein kann, ist... Ach, cool. Ja, cool, ja. Cooler Typ. Was? Alter, der ist ein Regenbogen gleich. Jetzt ist hier aber auch Schluss. So viele Farben, wie der sich gebufft hat. Tragedy be repeated. I must stop it here. Okay. Ich finde sowas ja immer... Oh, Hunde. Ich finde sowas immer schwierig, so Stellen zurückzulassen, wo man eigentlich weiterkommen möchte, aber wohl scheinbar noch nicht. Erwähnte ich schon mal, dass ich Hunde in solchen Spielen hasse und alle Formen von Wölfen oder sonst... Jetzt! Okay. Okay. Ist im Grunde in Ordnung. Wenn man sie einmal kennt. Der Hoshi? Ja, okay. Okay, da geht's wieder hoch. Ach so, das ist ja nicht Steam, das ist ja Epic. Ha? Wie konnte ich das vergessen? Oh.
Schieß nicht auf mich, bitte. Hallo, du Schlumpf. Kleiner Keck, ne? Das nenne ich mal kernlobotomiert, ey. Beide Kollegen weggebonkt und er kriegt nicht... Also, wow, er kriegt nichts mit. Dann halt. Da kenne ich ja nichts. Das hier ist doch ein Kristall wieder. Ne? Ah. Das ergibt vielleicht Sinn. Who are you? What are you? Oh, kryptisch, kryptisch. So. Nee, ist nicht lang. Das konnte man hier hoch. Oder eine Kiste. Ah, hier. Komme ich jetzt wieder da raus bei dem Zyklopen? Ja. Halt. Doch, das ist... Ah, okay. Also man muss den passenden Stein unterirdisch weg kaputt kloppen, um dann hier runter zu fallen. Sagt nichts. Einfach nichts. Das hat keiner gesehen. Wir sprechen da auch nicht mehr drüber. So. Aber ja. Das klingt dann logisch. Und dann ist automatisch auch der Gegner dazu weg. Gut. Dann ist der Weg auch wieder frei. 79.000, wir machen ein Level ab. Aber dann ist sind wahrscheinlich... Oh nein, ist dann der Dings. Ist der Stein dann wieder da? Können wir mal eben antesten. Nee, halt, stopp. Wo ging es denn jetzt runter? Hier. So. Trotzdem mache ich jetzt mal ein Level ab. Oder auch nicht. Bin ich hier richtig? Ja. Also ein Problem in dem Spiel. Alle Level sind dunkel und verzweigt. So. Okay, das gibt schon recht nett. Hart. Ja, der ist zumindest schon mal neu. Ah, nee. Der Große nicht. Okay, das ist ja nett. Da haben sie sich ja mal was Nettes ausgedacht. Noch ein Speerhoshi. Rein. Okay. Dann nehmen wir halt das, was hier draußen liegt. Zack. Oh Gott.
immer diese grapschenden Personen. Das ist wieder ein Steinchen. Nobunaga has returned. We're all going to die. Oh, das klingt sehr, sehr positiv und optimistisch bestimmt. Und schreien. Okay, da ist was Größeres wieder. Gucken wir uns das mal eben an. Einen Moment. Eben kurz ein bisschen ändern. So. Vielleicht gucken wir uns erstmal an, was da auf uns zukommt. So. Ja, dachte ich mir. Scheiße! Ich hab's gesehen, dass es der Grab war. Zu spät. Zu langsam. Wie er einfach weggeht. Hat mich zerquetscht. Wie so ein nerviges Insekt. Naja, für ihn bin ich das ja wahrscheinlich auch. Da wirft einer. Ah, wirf du da oben ruhig. Alles gut. Ah, okay, mit dem abschließenden Schlag. Dumm! Ach, schade, da war, war der Strudel ohnehin schon weg. Nein! Alter Verwalter! Weil ein Schlag fehlt, ey. Puh. Aber er bleibt weg. Das ist schon mal viel wert. Wie viele habe ich? 7. Okay. Habe ich doch einige zusammengesammelt. Wo ist der Hoshi, der mich mit Feuerbomben bewirft. Da oben, ich sehe. Na, das dauert ganz schön lang. Bin ich ehrlich, sich damit jetzt aufhalten muss nicht sein. Is that thunder? No, it sounds more like a roar than that. Okay. Guten Tag. Nee, komm, nicht werfen jetzt. Nee, er kommt runter. Ach, schade. Okay. Komme ich da irgendwie hoch? Sehe ich es mal wieder nicht.
vielleicht eine Leiter übersehen? Nope. Okay. Das bin ich selbst. Zungen-Larry. Und Hörnchen Hugo. Ich merke das schon. So. Erstmal ein bisschen Tee. Ach, das Stöfchen zickt wieder rum. Mann, Mann. Immer dasselbe. Oh, der steht vor einem großen... Beide stehen vor einem großen Kristall. Da müssen wir gucken. Wo geht's runter? Wer sind Sie denn? Ah! Nein, so ein Vieh wieder. Ja, alles klar. Brauche Ausdauer. Ja, ja. War so klar. Ja, tschüss. Mach's gut. Da renne ich dir jetzt natürlich nicht einfach so hinterher. Okay, was zumindest schon mal sehr schön ist, dass die Gegner zumindest da feststehen. Und da werden im Untergrund wieder irgendwelche Beschwörungshoshis abhängen. Und viel, viel Spaß haben. Ach, guck mal, no shit, wer hätte es gedacht? Juhu! Ihr Mützenjockel! Wo seid ihr? Das mit dem Parieren funktioniert. Zumindest auch schon halbwegs. Mich entdeckt, ey. Oh, vielleicht nicht damit. Das ist wertvoll. Das war gekonnt! Handy! Ach, der war das. Oh Gott. Ja, komm. Boah, habe ich viele, viele Seelen in Anführungsstrichen. Ey, das geht ja hier in Dimensionen hoch. Hä? Ich weiß. Komm. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ich dem so manchmal trotz. Ich hänge an der Wand. Kein Risiko eingehen. Oh, oh, Ausdauer. Nee, 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 nee. Schon mal hinüber. Und dich mache ich jetzt auch noch platt, mein Kleiner. So. Ah, oh, guck mal. Da ist noch ein kleiner... Nee. Doch. Guck mal, wo der sich da versteckt, ne? Der Kleine. So. Also, ich werde das jetzt... I know that defeating Yokai is my job as an Onmyo Mage. But right now, even I don't know what to do. Okay. Da hat jemand die Truhe schon vor mir geöffnet. Ich werde das jetzt auf jeden Fall so halten bei dem Spiel, dass ich möglichst immer in den Dienstags-Sessions die Hauptmissionen mache. Und die Nebenmissionen mache ich nebenher. I will do the main missions... in this game and yeah, on Tuesdays, and the submissions will be
made and cleared off stream, I think. Ja, hätte ich auch parieren können, aber gut. Oh, da war ein bisschen zu früh. Zu früh, ich muss das üben. Komm. Ich will das hinkriegen. Alter. Ich schnall das Timing gerade nicht. Mann, oh Mann. Also manchmal hat man da auch Timing. So Commander Attack, just as Lord Tenkai's fame was about to return, glaube ich, ne? Das ist eine Gefängniszelle. Da ist nichts. Da ist nichts. Ja, komm. Ach Quatsch, das ist ja ein Schwertoshi. Läuft alle super. Timing gerade. Alter, ihr verarscht mich doch manchmal. Ja, genau. Spring mir in den Weg. Ich mach's jetzt klassisch erstmal. Nein, ich will das nicht. It would seem there is another malicious presence involved here, something unlike demons. Wer hätte es gedacht? King Hogan, hello, hello, welcome, welcome to the little Neo show tonight. Damn it, they got me. If only I'd stayed hood. How are you? I hope you are well. Grabby grab. Oof. I'm good, bro. How are you? I'm totally fine tonight. Got an interesting discussion with a friend, so I'm a little bit late to the party tonight. But the discuss... I pushed this button. The discussion was worth it. How did you like my gameplay? Oh, it was really, really fast. The bit I saw, because of spoiler issues, the bit I saw was really, really good. I'm not as good as you in this game, I think. But, that is even not my aim, but really, really hard, and the damage numbers your damage output was so high, and that was truly insane. Was that some kind of a New Game Plus or something like that? I'm not sure. I want to get up. Again, there were a few more. I'm a little bit confused where to go now. I'm in way end game. I see. Okay. wrong button. Sorry.
No, no, not yet. I used spear before. Ah, okay. Yeah, I got the usual katana thingy because I know this from other games. Maybe off-stream I will try out some other weapons in another walkthrough in private. If Lord Mitsuhide were still alive, surely he would have rescued us by now. Nice that you joined tonight. I have 99 dex and 99 skill for cool. Ah, yeah, okay. 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 I see, I see. I see. Ah, yeah. If I go back, where do I... Okay, now I'm a little bit lost. Ah, come on, a little one. Perfect. Oh, I want to find my way back. I knew it. I really knew it, and... Too early. And I reforged my stats on weapon and armor. I put attack on all armor pieces. Ah, I see, I see. Okay. Yeah, I do not know how this reforging thingy works. It's so much to do, and step by step I'm going deeper into this game, so give me some time to check this out. And change to attack dex to my Kusa, so that's why I deal massive damage. Yeah, how you only need to know how to do this, right? It's the same as in FromSoft games, I would say. If you know how to deal massive damage, that's the way to go. Oh yeah, I think here was point for... No. Yes! Here it was. Okay. Let me check out. Yeah. Here we were. Exactly. Okay. We can go back upwards. Yep. A true expert. Oh, come on. Firebomb. Oh. Oh, come on. I hate these zombie pricks. They are as annoying as in every FromSoft game, as in Sekiro or something like that. They are such pricks too. Did you play Sekiro? Hogan? Yeah, you're truly welcome. I saw that you were online, and so I decided to join, even in Lurk, but everybody needs a little support. You're supporting me, I am supporting you. Okay, there's another big crystal. So we have to go underground again.
Yes, Platinum the game. Ah, okay. Me too, me too. And now I started new game five. And I already bet Genichiro without any death. Any real death. I have to say this. Yeah, I don't know if there will be a difficulty that is bonking me out soon. There will be bosses or mini-bosses that will bring me into rage, I'm sure about that, but yeah, until now this game could not beat me. Oh, another shrine, nice. I wouldn't say pro in this case, but I really, really got into that game. And I hope that I will take New Game Plus 7, because afterwards it won't get any more difficult. Ah, 81. Okay, let's see. Okay, then until a few minutes. I already was here. Okay. Yeah, I see. Okay. Scheiße. No grab. Oh, fuck. Where do we have to go now? There is no way through. Ah, no. So here we are again. Oh.
Okay, where can I go down again? Maybe here? No, there was the chest. Oh, come on. Every time the same. Where can I go? Nope. Okay, let's check out. Here we go again, yeah. Hallo. What did I not see? Maybe... Ah! For the first, we take this little one here. I already was here, but maybe here is another way. Maybe. Nope. Bisschen zu spät. Oh oh. Wenn ich trainieren möchte, dann. Oh. Already enough. Oh yeah, there. Oh fuck. Don't not triggering not to trigger that one, but that. But this one, that did then. I really blocked this, okay. Okay, one time. Mm-hmm.
seems to be only loot. Okay. I'm a little bit blind, I think. Oh fuck. Ew. Oh, what the hell? Okay. Okay, he's motivated. Okay, I don't know where to go right now. Came from these caves. Can I go into this house? Or down? Ah, I can go down here. Ah, yeah. I see. Okay. Then I will first grab a level. Up. HP on one hand. Oh. Or damage. Oh yeah. Okay, this is the best trade, I think. Yeah, sometimes it's much nicer to bonk them down with two slashes. Okay, yeah. Oh, this is... Okay, he was not invincible. Okay, but he was, or he would be healed by that crystals. Oh, come on, little one. Are you fucking kidding me?
I once bonked a boss like that. Okay, not now. Who would have guessed that? Oh no, really. Come on, boy. Too late, I know. Oh, come on. No. Hunde, ne? Ich sag nur Hunde. Okay, no, it's losing its balance. Lord Tenkai, wherever you are, please stay safe. Okay. Pardon. Na, guck mal. Hunde und Mützenjockel. Okay. Hier ist ein Yokai. Dachte ich mir. A little chest and big chest. What the hell? No. Hallo. Mann! Ja,
Ja, ist gut. Benne, Nabend, bei mir läuft der Player nicht. Kein Bild, kein Ton. Okay. Bei mir schon. Dann. Warte mal. Tu das sehr gerne. Ja, ein Freund, ein gemeinsamer Freund hatte das Problem kürzlich auch mal. Da hat der Player bei ihm einfach nicht gestartet. Och, guck an. Ach Gottchen. Nee, das mag er nicht. Ah, nice. Sehr gut. Ist das einfach eine Abkürzung? Oder habe ich hier irgendeinen Loot übersehen? Scheint eine Abkürzung einfach zu sein. Jop. Na gut. Hier waren wir ja schon. Was jetzt nicht schlecht ist, ein Shortcut natürlich, ist immer gut. What the Forge Gaming? Hi Pando, hello, hello. How are you? Nice, you're popping in. Into this wonderful raging game. How are you? I hope you are well. I need definitely new glasses. So I do not have to crouch into the screen again. Okay. This thing's KI is incredible. Anjin, be careful. I don't think it's the one behind all this. Okay. A short question, What the Forge. Is the player of Twitch working properly? At you? At yours? I like these games for situations like this. Mm.
Alles läuft nun mal normal bei mir. Hi ho, Incendium. Guten Abend. Na, wie geht's dir? Und schön, dass alles läuft, dann weiß ich wenigstens, dass es nicht an mir liegt. Okay. No way! Oh fuck this shit! Where is... Oh my god! Oh my god. Okay, yeah. Woo! Yeah. Okay, no problem. It's okay. Ist völlig okay. Kein Ding. Wird einfach mal weggemacht, ey, Alter. Packen die einfach einen Boss dahin. Einen ehemaligen. Ey, die sind ja wohl wahnsinnig. Pikachu of Speed. Ja, Pikachu of Speed habe ich schon mal besiegt. Und, dass sie den da als quasi normalen Gegner hinsetzen, ist... Woo! Okay, komme ich hier irgendwo lang? Oh, wir nehmen mal ein Bad. Souls-like halt. Ja, ach. Ach, was soll's. Ja, genau. Komm einfach rum. Ja, ist klar. Ja. Ist logisch. Ich hasse Hunde, ne? Ich hasse Hunde in dieser Art Spiele. Egal in welchem beschissenen Spiel. Sie sind schnell, nervig und ätzend. Okay. Dafür bade ich jetzt. Nee, ich kann nur einmal baden da. Okay. So, da unten war ich vorhin. Okay, man kann den Boss umgehen. Das ist schon mal gut. Katzen, Hunde sowieso. Ich mag Katzen auch allgemein lieber. Das ist wohl wahr. Das ist ein normaler Hoshi. Okay. King Hogan, yo, what happened with Twitch? Oh, another follow. Oh, and lagging animations. Okay, Twitch is doing Twitch things again. Sorry for that. Sorry, I have to look. Oh, okay, Mr. Park, again a follow, okay. Crazy shit, okay. Bild, Benne ist da. I don't know, King Hogan, what happened to Twitch. Mr. Park, you already were? Okay, sometimes there are strange things happening here. I don't know, because Marion got another follow from me too. Yeah, thank you. Benne, willkommen zurück. Oh, come on. That was bullshit. Okay. Während des Zielens. No way, boy. You are not cool if you are... what the hell? Oh, fuck. No. This is truly... Woo! Incendium hast... No! Incendium hast du Nioh gespielt? Oder allgemein Souls-likes? Du bist kein cooles Kind, wenn du das
spammst. Junge. Gehörst zu den Leuten wahrscheinlich... Liebe Souls-Likes. Oh, dann bist du hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ich auch. Twitch abmelden, wieder anmelden, did the trick. Okay, I see. Aber Nioh habe ich bis jetzt nur ganz wenig gespielt. Hat mich bis jetzt noch nicht so gepackt. Sagen wir mal so, es ist gewöhnungsbedürftig. Es spielt sich an vielen Stellen auch anders. Es ist aber meiner Ansicht nach ziemlich cool. Nicht perfekt, aber es macht an vielen, vielen Stellen sehr, sehr viel Spaß. Was du hier zum Beispiel hast, ist, wenn du Schläge setzt, hast du wie bei Bloodborne so ein Stamina-Regain-System. Bei Bloodborne war es ein Life-Regain, hier ist es Stamina-Regain. Wenn du dich daran gewöhnt hast, hast du da schon mal relativ viel gewonnen. Und die Stamina regeneriert sich normal halt etwas langsamer als an den normalen Souls-Likes oder Soulsborns. Es sieht cool aus, aber die Controls geben mir Koliken. Okay, aber sagen wir mal so, ich habe sie auf dem Controller, habe ich mir die so wie FromSoft gelegt oder andere Souls-Likes. Also Dodgen ist auf Kreis und so weiter. Insofern habe ich damit nicht so die Probleme. Aber ja, man muss die Mechaniken teils neu lernen. So, da unten ist jetzt der Boss, Oshi. Und jetzt bin ich irgendwie hier und muss jetzt mal gucken, was hier Phase ist. Weil diesen Boss kann man wegbonken, indem ich einfach in den Untergrund gehe. Ja, kommen Sie. Warum chillen Sie nicht weiter? Ja, das war natürlich wieder super, wenn die Mechanik nicht greift. Vorführeffekt. Sollte ich vielleicht auch mal probieren. Also ich weiß nicht, spielst du Konsole das oder spielst du nur PC? Ich hab's auf dem PC. Da kannst du die Controls halt locker flockig umlegen. Peng. Und dann funktioniert das ganz gut. PC, ja, dann überhaupt kein Ding. Dann kannst du die Controls eben so legen, wie du sie von Souls-Likes kennst und so weiter. Das ist dann überhaupt kein Problem. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Das sieht jetzt nicht so aus, als würde ich da nochmal in den Untergrund kommen. Benne, wie geht es dir denn so? Hier vielleicht? Ah. Das sieht doch nach Untergrund aus. Ja, und die Kämpfe funktionieren manchmal ein bisschen anders. Also man macht nicht nur Dodge, 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 sondern man muss bestimmte Angriffe dodgen bei Bossen. Andere Angriffe musst du blocken. Bei wieder anderen Angriffen musst du vernünftig kontern. Du musst mit den verschiedenen Haltungen arbeiten. Das funktioniert, wenn du drin bist, ziemlich gut. Und dann macht es auch richtig, richtig Spaß. Also man kann das sehr gut lernen. Eventuell meint er ja, dass die Controls trotz Umbelegung nicht gut sind. Pardon! Entschuldigung! Sie! Alles klar! Ach, hier bin ich wieder. Ich bin im Kreis gelaufen. Pardon. Immer korrigieren an der Stelle. Immer korrigieren. Sie. Nein, alles gut. Das ist immer die Sache auch, wenn ich die Leute bisher nur gehört habe. War bei Lilly auch das Problem, dass ich mich erst dran gewöhnen musste. Okay, hier war ich also schon. Ja, dann muss ich doch da oben hoch, schätze ich mal. Komme ich da denn schon rein? Ja, meine Stimme ist noch immer meine größte Hürde in meiner Transition. Alles klar, bin's mir daher gewohnt, alles klar. Nein, kein Problem, überhaupt kein Ding. Das ist halt... Und jetzt kommt ein Boss. Ohne, dass ich den da unten...
Was geschieht denn hier? Okay. Bin ich mal gespannt. Was geschieht denn hier? Genau das, Ben. Klaut der einfach meinen Spruch. Oh Gott, der böse Bösewicht ist das. Sieht man an der Nase natürlich. Ist klar. Nani? Nani? Wetz schon mal die Iron Maze für Valheim später. Definitiv. Tu es. Bösewicht, woran sieht man das? Das Design ist so subtil. Ja, ich sag doch, an der Nase. Aber das war mein Freund. Ha! Okay. White Tiger. Ja, gut. Hi! Ja, ja, ist gut. Oh mein Gott. Okay, macht so einen Dash. Okay, macht mal Dash. Aua, oh, Ausdauer. Aua! Woo! Mal gucken, was der kann. Ich spiele sowas. Ah! Wirklich erstmal blind. Wollte eigentlich Stamina regen. Okay, er ist zielsuchend. Nett. Ja, alles klar. Kein Problem, Junge. Okay, danach kann man ihn auf jeden Fall mal ganz gut machen. Mal zielsuchen, mal nicht. Okay. Aua, nicht schnell genug reagiert. Okay. Ich sehe, dass er was schreibt. White Tiger ist auch sehr subtil halt. Okay, ich dachte, er würde nach dem Dash Pause machen. Hey! Entschuldigung, was machen Sie da? Aua, habe ich verdient. Okay, der funktioniert. Okay. Okay, er macht immer mehr Attacken. Was ist das? Er will mich weglasern. Ja, alles klar. Ja, ist gut, Junge. Okay, es kommt immer mehr dazu. Ihr wird nicht gelasert. Aber da könnte ich nach... Könnte ich versuchen, nah dran zu kommen. Ja, ja, mach noch mehr. Ist kein Ding. Ja, gekonnt. Ja, mach ihn rundherum. Ja, mach noch mehr. Kein Ding. Kein Problem. Oh, was für ein Shit. Ich muss das Tempo erstmal rankriegen. Ja, ist klar. Ja, 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 Junge. Ja, 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 super. Alles gut, Jungchen. Ich kotze. Ich kotze bei der Attacke. Huh.
Ach komm, ey! Ich hab keine Heilung mehr, scheiße. Ja, alles klar. Ist kein Ding. Kein Problem. Gruß an Ben. Moin, moin. White Tiger, are you kidding me? Genau. Komm doch bei Valheim dazu, Ben. Ach, komm doch da. Take a sip oh, da. Of da, der Incendium. Die Incendium. Pardon. Drink. Oh, wartet mal. Irgendwie habe ich hier mit Tee herumgesplattet. Wartet mal. Das ist ja jetzt abgefahren. Ist die Teetasse undicht? Einen Moment mal. Das kommt unerwartet. Ich nehme sofort den Sippy. Hier, das wird helfen. Wird es ganz bestimmt. Wir gehen angeln und hören zu, wie die anderen im Sumpf sich einen abbrechen. Komm, wir gehen angeln. Als ob du das in Valheim machen möchtest, Benne. These pun... Impossible, I feel like... It's the perfect name. These puns aren't quite amusing. Lustiges Pandi ablenken. Ja, ich habe auch immer mit einem Blick so da zur Seite, ey. Ihr seid wieder gemein, ey. Glaub, ich mach mal Cat Scratch Fever von Motorhead an. Gefällt mir auf jeden Fall besser als das Original von Ted Nugent. Aber ich kann den Kerl auch nicht ab. Liegt sicher auch daran. Ja, das kann sein. So, Skull. Oh, heute habe ich was ganz Leckeres hier drin. Alter. Also die Mischung ist wild. Heute habe ich hier drin leckersten Orangensaft zusammen mit Zitrone an scharfer Tomate zusammen mit Ingwer. Nun, das ist ein ziemlicher Redneck der schlimmsten Sorte. Ja, ich habe das am Rande mitgekriegt irgendwie. Musikalisch soll er ja ganz gut sein, aber er soll halt auch irgendwo der übelste, ja, Redneck sein. Okay, was ich vielleicht vermuten würde hier, ist, dass ich hier erstmal runterfalle. Ja, alles klar. Ja, ist gut, Jungs. Weil ich mal wieder abgelenkt war. So eine Scheiße. Ja, hallo. Machen Sie sich keine Mühe. Nee, bleib da stehen. Alles gut. Nein. Hier, hier hoch. La la la. Wobei ich den Namen seines Kochbuchs so dumm finde, dass ich immer grinsen muss. Kill it and grill it. Oh mein Gott. Oh Gott, ist das stumpf. Oh mein Gott. Ah, meine Schwiegerfamilie ist South Carolina Rednecks und die sind die herzlichsten Menschen, die ich jemals in den USA angetroffen habe. Auch das gibt es natürlich. Gibt zum Glück immer Ausnahmen zur Regel. Das kann es natürlich auch geben. Und das ist natürlich auch gut so an der Stelle. Erstmal baden. So, darunter. Wo ging's denn jetzt? Ah, wahrscheinlich, wenn ich diesen ehemaligen Boss hier wegbonke. Alles klar. Habe ich vielleicht oder schalte ich vielleicht einen anderen Shortcut frei? Vielleicht, wer weiß. Aber sehr schön, dass dann die Schwiegerfamilie besser drauf ist, sage ich mal, ne? Okay. Ach komm! Vielleicht besser nach. Ne, das ist so nichts. Ich probiere mal ein paar Dinge aus auch.
Musik ist so traurig und so dramatisch. So ruhig fast schon. Ich mag sowas, ja. Ausdauer. Auch der Panda darf mal Glück haben. Okay, ein bisschen das Gefühl kriegen, wie weit er dann wäscht. Zu spät, das war dumm. Das war nicht nötig eigentlich. Wird er etwas ungehalten? Ja, ich verstehe es, Jungs. Arena-Ende. Oh, das ist... Entweder perfekt dodgen oder nah ran. Okay, danke. Danke, dass du mich so zu... Ich habe keine Ausdauer mehr, aber egal, ich bin zumindest... mal diese Attacke entgangen. Der Dash. Boah. Nee, wie asozial. Okay, das war der gezielte Laser. Alles klar. Ja, ist klar. Ja klar, trifft mich das noch. War klar. Ja, ich versuch's. Nein! Wehe, da kommt jetzt ein Doch. Okay, mach das. Es ist schon ein Geschenk, wenn er den Laser macht. Nur wenn du da an der falschen Position bist. Hallo? Shit, nicht aufgepasst. Egal. Waren zwei ganz gute Versuche, glaube ich. Ja, fertig. Nächster Versuch. Irgendwann. Das wird heute noch. Und vergesst, genau. Die wunderbaren Soundcommands. Nicht vergessen. Und das Panel auf meiner Infoseite. Bitte auch nicht vergessen. Danke. I think that was a nice try too. Ja, wenn man nicht aufpasst. Entschuldigung, ist man in diesem Spiel halt relativ schnell tot. Also alles wie bei Sekiro und Co. auch. Ist jetzt halt die gute Frage, wie kriege ich den da weg? Das würde mich ja schon interessieren. Aber gut, wir müssen auch nicht jeden Furz und Feuerstein machen. In diesem Spiel. Den Anspruch habe ich gar nicht. Ach, da hockt. War das ein Baby, was da gerade hockt? Spooky. So. Dann mal weiter. Ja, du mich auch. Ja, da rechts ging es noch irgendwo lang, glaube ich. Könnte man auch noch mal abchecken. Eventuell. Oder war ich da schon? Egal. So. Kätzchen, komm ran. Oh, die Explosion. Danke. Ja, danke.
Einmal in die Pferde, bitte. So. Gut. Nicht an ihm fest. Hey! Das war jetzt. Ich dachte, er wollte lasern. Ey! Ey! Da. Und was bei diesem Spiel noch anders ist, wenn die Stamina mal weggehauen wurde. Dann bleibst du auch ziemlich... Alter, ich hasse dich für diese Attacke, ne? Dann bist du wirklich sehr lange gestaggert. Einmal aufheilen. Kannst es teils nicht abschätzen. Oh. Als ob! Mann! Kein guter Versuch. Ja, fliegt noch. Ja, 3 Kilometer rein. Kein Ding. Ja, diesmal macht er. Noch 2 Heilungen. Oh, oh, Ausdauer. Ja, mach 4, mach 5, mach 6. Ach komm, ey. Ja, und das Spiel hat auch Potenzial, nervig zu sein. Ach, ja, den hätte ich kommen sehen können. Was aber, was ich bei dem Spiel gelernt habe, ist, dass man im Prinzip alles lernen kann, was er macht. Also, Bosse sind nicht unmöglich, aber anfangs... Ich bin doch ausgewichen. Na gut, egal. Oh, wir haben die 200 geknackt, ne? Also prinzipiell kann man das lernen, nur jetzt macht er auf einmal einen Grab, von dem ich gar nicht wusste, dass er den macht. Aber ja, so manche Bosse können einen zu Weißglut treiben. Aber gut. Hattet ihr denn alle soweit einen schönen Tag? Was habt ihr denn so Schönes gemacht heute? Nee. Das sind so Babys. Das ist ja mal spooky. Das sind einfach Babys in dieser heißen Quelle. Also es sind diese Kodamas wahrscheinlich, ne? War bei einer Pressekonferenz im Rathaus und später von St. Pauli. Stressig. Okay. Ja gut, Benne. Ben, die Arbeit schlägt ja irgendwann auch mal zu, ne? So ist es ja nicht. Aber bist du denn schon ganz gut angekommen? In der neuen Ausbildung?
Ich hoffe mal ja. So. Ach, wenn man da durchlatscht, sind das auch noch so Haftminen. Ja, ist klar. Sind das Haftminen. Da kann sich wieder keiner ausdenken, ne? Okay, cool. Okay, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich lese es mir gleich durch. Vielleicht könnte man doch mal versuchen, dem Ganzen zu dodgen. Ja, weiß ich noch nicht. Ah. Okay, was auch immer das war. Ja. Ja, ich fühle mich verwechselt. Entschuldigung. Verzweiflung. Ja, genau. Da war der Ben wieder zu hören. Der Black and Writings. Ich fühle mich verwechselt. Das ist aber auch gut. Klar, gestern habe ich die Aufgabe bekommen, über die Woche 6 kurze Beiträge zu schneiden. Die waren sehr verwirrt, dass ich damit gestern Abend schon fair durch war. Genau, das ist Bens Stimme. Kommt aus dem wunderbaren gemeinsamen Elden Ring Stream. By the way, falls ihr Ben Black and Writings noch nicht folgt, bei YouTube oder hier bei Dings. Oh, Nosti! Ich sehe das! Fantastic, fabulous, tasty drink. Ich sehe das wohl. Und natürlich folgt ihr bitte auch dem Ben einmal hier bei Twitch, falls ihr das noch nicht tut. Denn ab und zu ist er auch... Zwei Rufzeichen. Warum denn zwei? Was soll das denn? Jetzt habe ich nur eins. Ey, es ist ja manchmal... So, ich trinke sofort. Hör auf zu drängeln, Benne. Skull. Das ist sehr, sehr schön. Ich bin sehr gespannt, was du da machst, der Ben. So, Nosti, willkommen dir auch hier. Ein herzliches Willkommen. Lasst mich kurz orientieren. Wo muss ich hin? Da. Nosti, wie geht es dir denn? Oh, als letztes hat der Ben Phasmophobia gestreamt. Mit wem denn wohl? Ja, das kann ein bisschen dauern mit dem Boss. Mal gucken. Ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch. Bis zum Teamstream in Valheim. Geht. Zahnfüllung ist flöten gegangen und mein Zeigefinger hat etwa 10% seiner Haut eingebüßt. Aber sonst gut. Was machst du denn immer für Sachen hier? Nee, 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 nee. Wir nähern uns nicht an. Da gibt es von meiner Seite keinen Konsent. Also Mann, aber schön, dass es dir sonst gut geht. Ja, wir werden mal wieder weiter Spaß haben hier. Oh, er springt irgendwo hin. Gewinnen wir. Ja, klar. Guck in die andere Richtung und doch noch ein bisschen abdriften. Ist klar. Ja.
So, ein bisschen konzentrieren, ich lese gleich. Ah, er dasht wieder, alles klar. Okay, alles klar, kein Ding. Wir gucken uns das mal an, was man noch machen kann. Oh, zwei... Oh! Oh, das war jetzt... Alter, das war jetzt echt fies. Okay. Ach, der kommt jetzt. Ja. Also nicht... Okay, zum Glück war das noch nicht der Rundum. Schmonzens. Ja, ja. Scheiße! Ja, ja, danke! Ja, klar! Ich drückte jüngst diesen Knopf! Oh Gott, oh Gott. Ich prügel mich gelegentlich mit 4- bis 6-Jährigen. Ah, okay, ich verstehe. Du hast die Zahnfüllung also mit Fleisch deines Zeigefingers ersetzt. Yep, so und nicht anders muss das. Alles klar, ich verstehe schon. Also wenn das noch frisch war, hattest du quasi Bluetooth. Alter Falter. Boah, Ben. Boah, Ben. Wortspiele galore hier mal wieder, ey. Alter Falter. Ben, warum nur Ben? Oh. Oder wie ein weiser Mann in einem dieser Streams mal zu www sagte. Why? Es ist eine Gabe und ein Fluch. Oh mein Gott, ey. Oh, ich hatte doch schon so gute Versuche bei dem Boss. Warum? Why? Oh, Kodama-Babys hier. Ja, ja. Weiter geht's. Versuch mal. Das blocken wir natürlich. Früh! Ja. Ah, schade. Da will ich dir noch einen mitgeben. Ja, der kommt hinterher. Ich hab's vergessen. Gib's zu. Ja, und der kommt meistens dann auch. Alles klar. Nee, das ist dumm gewesen. Ah, diesmal nicht der feine Herr. Ja, lustig. Oh, oh, oh. Okay. Ja, er dasht, aber nicht weit genug. Okay. Hallo? Ich hätte... Alter! Ja, jetzt macht er die.
Ja, 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 ist super. Cooler Typ. Fast ganze Heilung weg. Ja, danke. Oh Mann, jetzt spammt er die Scheiße. Ich versuch mal so ein bisschen. Oh, das war dumm. Okay. Alter, jetzt. Er spammt. Scheiß aber auch durch die Gegend jetzt. Ja, können wir da aufhören mit? Danke. Diese Attacke nervt. Ja, ja. Alter, diese Attacke nervt. Versuch mal so ein bisschen das Dash-Timing reinzukriegen. Macht ja. Ja, danke! Ja, gekonnt. Gekonnt daneben geschlagen. Ja, ist egal. Ich jetzt mal ab. Danke. Ja, dachte ich mir. Und oh, 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 oh. Das war mal mehr Glück als Verstand. Einmal zu spät reagiert, okay. Ach ja, er macht ja gleich einen Doppelten hinterher. Alles klar. Aber gut, das geht theoretisch auch. Dieses Y ist für mich durch das Editing untrennbar mit unserem Tanzoutro zu Dragon Force Synthwave verbunden. Es ist großartig auf jeden Fall. Also, deine Video-Edits sind wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Und ich gucke sie mir auch einfach gerne immer wieder an. Also, es ist... Ja, ich würde sagen, vielleicht nicht Weltklasse, aber es ist schon echt eine gute Klasse für sich. Und sehr schön, dass du das auch sehr bei deiner neuen Arbeit sehr gut einbringen kannst. Das ist sowieso das Beste. Okay. Wie gehen wir jetzt damit weiter um? Ja, du mich auch. Aha. Ja, danke. So, der Anfang geht ja sogar noch. Ja, wenn man sich natürlich nicht treffen lässt. Ja, super. Ja, danke. Ja, ist rein.
Cool! Spät, Pandi. Ich hasse es! Jetzt heil dich doch! Ey, mal zieht einem das... Warum hängt das dann an mir? Was soll das denn? Alter! Als ob, ey. Woo! Nee, 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 nee. Gegrabt wird hier nicht. Okay. Nee, war doch der. Nee, ich bin tot. Alter. Wenn er auf einmal den Midir macht, ne? Oder den Plazenta-Sex. Das ist auch so immer anders, ne? Okay. Er dasht. Nee. Nicht in ihm festhängen, bitte. Danke. Er dasht. Als ob der mich einfach trifft im Dash. Ich hab getrunken. Du blöde Sau! Nee, 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 nee! Ah! Ich brauche Lord Pandator! Ich brauche dafür Lord Pandator! Nein! Nein! Ja! Ich habe gehört, dass Tischplatten sehr gut schmecken sollen. Ich werde es vielleicht gleich herausfinden, weil ich doch das Bedürfnis habe, reinzubeißen. Oh, wer bist? Kann man irgendwie behilflich sein? Ich brauche was zu trinken. Mann! So eine Scheiße, ey. Danke. Danke. Prost. Pondy, take a sip of your wonderful, fantastic, fabulous, tasty drink. Ben, ich fühle mich sehr an Plazenta-Sex erinnert. Danke, Incendium, und hallo, wer bist? Willkommen, willkommen. Und ich vermisse Midir. So ein geiler Fight. Ja, so ein geiler Fight. Oh. Wer bist? Schön, dass du reinschaust. Willkommen, willkommen. Zum ersten Teil des heutigen Wahnsinns. Pondy Coring, send for the man. Ich weiß genau, von wem das kommt. Oh, Pondy Corpsing, send for the man. Exakt das, ey. Wobei, ich bin ja nicht ganz so ausgeflippt wie damals bei Platinum Sucks. Das kann nicht euer Scheiß Ernst sein, ne?
dass der den Laser genau... Laser genau dann macht. Ey, das kann nicht wahr sein. Dafür lieben wir doch Souls-likes, nicht wahr? Aber ja, für alle, die ihn noch nicht kennen, das ist Lord Pandator. Und Lord Pandator ist mir ein sehr guter Weggefährte gewesen. Ich mag's halt, wenn die Bosse mich mit geschwungener Keule über den Rhein fallen. Ich bin eine Masochistin. Absolut nachvollziehbar. Ich auch. Ich mach ja jetzt weiter. Ja, genau, spring genau dahin, wo ich gerade ausweiche. Alter, ist das manchmal... Nee, komm. Das wird jetzt geblockt und gut ist. Stopp. Nee. Ja, natürlich. Okay, ich habe ihn gestaggert. Wie? Oh. Okay, ich teile mich lieber einmal auf. So, komm. Naja, mach ruhig deinen Dash. Wollte er grapschen? Ah, man kann ihn... Während er diesen Scheiß macht, auch gut in die... Ja, mach ruhig. Ist okay. Wenn ich jetzt nirgendwo... Okay. Dasht. Okay. Nee. Bewegt sich wieder. Ja. Ja, komm! Lieber einmal aufheilen, sicher ist sie. Ausdauer. Wow! Kitty Cat! Ich wusste es. Okay, ist da weg. Dieser scheiß Ecke. Komm da weg! Von der Regale, du Arsch! Nee. Nee. Ausdauer! Sicher ist ganz... Entschuldigt! Ich muss das... Du blöde Kack-Sau! Pipa! Hallo! Pipa! Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Bei mir auch. Ich habe den Boss gelegt. Alles gut. Let's go. Exactly.
Easy GG. Es geht sogar. So viele Versuche waren es jetzt auch gar nicht. Oh, hoppala, Frame Drop. Oh, fuck you, Frame Rate. Wie ein weiser Mann mal in meinem Stream sagte. Okay. Hit. Oh, Kelly's threat on Lord Iyasu's life. Okay. Alles klar. Gut. Da ist dann ansonsten aber auch... Nee, da kommst du nicht hoch. Okay. Fettig! Ich habe ihn fettig gemacht, Ben! Oh, wunderbar. Very good. Nice feeling. Gutes Gefühl, das heute doch noch in der Zeit geschafft zu haben. Wie lange bin ich denn jetzt? Oh, ich bin auch schon gut 2 Stunden auf dem Stream. I'm sorry, I let Kelly get away. There was nothing I could do against that strange magic of his. If he is after Lord Iyasu's life, we haven't a moment to waste. Macht sie fertig! Ja! Genau! We haven't a moment to waste. We must reach Lord Iyasu before he does. On a different note, I feel a deep sense of unease. Perhaps I'm imagining things, but even my cat seems out of sorts. Ich habe Kerzen gekriegt. Ja, was wünscht man sich denn sonst noch so? Okay, jetzt haben wir hier noch eine Submission und eine andere Submission. Greater Demon Hunting. Okay. Genau. 67, 70. Dann können wir einmal die hier machen noch. It seems a secret scroll has been stolen from Mount Yei by persons unknown. It may be too late, but there is still a chance, however small, of retrieving it. Will you investigate? Jo, machen wir mal. So, dann gucken wir uns nämlich mal eben diese Nebenmission noch an. Oder fangen zumindest an. Ich werde diese Nebenmissionen dann offstream zu Ende oder weiterspielen, weil ich hier die Streams hauptsächlich mit den Hauptmissionen füllen möchte. Weil sonst sind wir immer dienstagsabends irgendwann nächstes Jahr noch mit dem Spiel zugange. Und es soll ja irgendwann auch mal weitergehen. Diese Nebenmissionen sind jetzt zum Abschluss so mal ganz nett. Aber vielleicht nicht so für den zentralen Stream-Inhalt oder so geeignet. Och ja. So. Pieper, Ben, Incendium, Benne und ihr anderen. So, ich soll so eine lustige Schriftrolle zurückfinden. Ah, wir starten da oben an dem... wo wir gerade den Boss gelegt haben. Pandi Van. Sesam, öffne dich. Ja, hier geht's jetzt natürlich wieder in den Untergrund. Gucken wir erstmal, was hier sonst noch so rum. Links Pandi und Ben als eine Person.
Bendy, vielleicht Bendy oder Pan. Oh. Gleich zwei auf einmal. Klasse. Komm, da gehen wir mal ein bisschen auf Nummer sicher. Oh, der ist noch gleich tot. Klar, auch so FromSoft-typisch, ne? Auf Wiedersehen. Oh, Demon! Benreon! Ach ja, Benreon, natürlich. That's what he says. Benreon, stimmt. Den gab es ja auch noch. Cheerio, Gerio-chan! Der hat auf meinem Kanal sogar eine eigene Playlist. Und es kommen noch schön viele Videos dazu, hoffe ich. Grüße von Kachinga soll ich ausrichten. Danke! Grüße zurück, Benne. Aber Bendy klingt doch hip, jung und cool. Pieper, wir diskutieren darüber nicht. Das ist Benreon. Oder Gerudo. Gerudo ist der alter Ego-Demon. Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du reinschaust heute Abend. Jetzt so in die letzten Wehen von Nioh. Und gleich geht's ja noch mit den Jungs. Schade, leider nicht mit dir auf den Valheim-Server. Doch, komm mal ran. Ja, natürlich kommt ihr wieder zu zweit. Und der Axtjockel vorne ran. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh. Ich habe eben fast 2 Stunden einen Deep Talk. Deep Talk ist immer gut. Ich lese es mir gleich mal eben, wenn ich die 2 Hoshis hier ins Jenseits befördert habe. Kann ich die Axt auch parieren eigentlich? Oh, das war der falsche Knopf. Macht aber nichts. Das Geschenk nehme ich gerne an. Oh. Oh, yes. So. Nee, alles cool. Alles klar. Ich habe ebenfalls manchmal einen Deep Talk mit einem Kollegen von mir gehabt. Lustig, wie gemeinsames Milchreiskochen... Ah, ja. Milchreiskochen Gespräche anregt. Ja. Gemeinsam kochen regt immer Gespräche an. Das ist ja eine sehr soziale Form der Kommunikation. Nehmen Sie bitte alles Geld. Danke. Wenn schon, denn schon. Ich wollte da eigentlich gar nicht runter, aber hey. Fragt mal den Ben, wie das ist. Oh, da sind gleich 3 von denen. Warte mal. Speerhoshi. Nervenhaft. Hallo. Oh, oh. Ich gerade nicht mehr hin. So. Und er prallte mal ab. Ja, dann. Auf Wiedersehen. Aber, dass so Deep Talk entstehen kann, das funktioniert beim Kochen immer sehr, sehr gut. Milchreis ist übrigens eine sehr gute Entscheidung, wie ich persönlich finde. Ich weiß ja nicht, wie die anderen dazu stehen. Milchreis mag ich ja wirklich sehr, sehr gerne. Hier geht's abwärts. Ach so, hier gab es dann auch gar keinen Weg mehr quasi. Okay, interessant. Hier war nämlich der ehemalige Boss als Normalo-Gegner. Alles klar. Milchreis Mega. Mmh, om nom nom nom. Das ist schon eine gute Erfindung. Also ja. Was Ben sagt. So, da ist das Hüttchen. Da hätten wir auch schon runterklettern können. Müssen wir wahrscheinlich auch. Dann machen wir das doch einfach mal. Ich sagte runter. Hallo? Also, willkommen bei Pandys komischer Steuerung. Und wir haben uns gesagt, da er früher auslernen möchte, haben wir noch circa 8 Wochen zum gemeinsamen Kochen und wir wollen jede davon mindestens einmal gemeinsam kochen. Ja.
Klingt sehr sinnvoll. Definitiv. Definitiv machen und genießen. Und fürs Leben mitnehmen. Also ich sag mal so, die Momente, die ich mit mir wichtigen Menschen und dem Kochen verbracht habe, die bereue ich zu keinem Stück. Kommen Sie? Eine Axt hat der Jockel. Nein, das war zu spät. Kann ich den überhaupt parieren? Muss ich mal ausprobieren? Ja, nicht, wenn ich an der Seite vorbeiglitsche. Ist egal, dann nehmen wir ihn so. Noch ein neuer Speer. So, ich sollte wieder Chat-Commands haben. Ah, ich bin sehr gespannt. Wenn du dann das nächste Mal online bist, Ben, dann sehe ich mal zu. Hast du die dann auch schön in der Liste markiert oder so? Hallo? So. Absolut, es war eine super angenehme Atmosphäre. Dann auf jeden Fall genießen. Das mache ich gleich. Muss erstmal welche raussuchen. Tu das. Das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man so merkt, dass der eigene Kanal wächst, gedeiht, dass die Dinge, die man technisch... Okay. Die man technisch so einbaut, dass die funktionieren und so weiter. Das ist schon weit vorne. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass sie hier chillen. Pardon. Ja, danke. Ich sehe nicht, was du so machst. Ich bin zu lahm für den. Warte mal. Nee, komm. Ah, komm. Ich hab jetzt auch... Hallo? Danke. So. Ah, so. Das Schlimmste haben wir heute hinter uns. Huh, Boss gelegt. Sehr gut. Das ist immer sehr, sehr gut. Demon? Ja. Nicht, dass ich hier was übersehe. Wenn ich mal einen Satz von euch oder einen Chat übersehe, nicht böse sein, bitte. Das kann immer mal passieren. Ich sag's mal gleich dazu. Nee, jetzt bin ich ja wieder hier. Ach nee, das war ein anderes Hütchen, wo ich reingelatscht bin, ne? Nun gut, hier waren wir dann vorhin schon mal. Das war natürlich alles geplant. Ist das wirklich nur so ein kleines Gebiet? Nee, hier komme ich runter. Ah, wartet mal, ich habe eine Idee. Eine Sache habe ich vergessen. Da das Loch ja jetzt hier frei ist, kann ich mich hier droppen. Hab hier ein bisschen Loot. Und wir wissen, Loot ist immer gut. Dankeschön. Kannst doch nicht den Rücken zukehren, wenn... Wenn du jemanden angreifst, Junge, Mann. So. Naja, und das Loot muss ich auch mal begutachten. Um zu sehen, ist das Loot gut oder nicht gut. Dann ist nämlich hier wahrscheinlich die Tür gleich. Ne, hier ist eine Leiter. Ich hab's einfach übersehen. Okay, aber das kann ich mir ja mal, wenn ich die Main Mission da nochmal spielen möchte, tun sollte. Das finde ich sehr schön in dem Spiel. Man kann halt jede Mission einfach nochmal spielen. Wenn man also sich mit den Bossen noch vertrauter machen möchte, kann man das hier, indem man die Missionen immer wiederholt, sehr gut tun. Das ist ja auch ein bisschen dumm, ne? Ich hätte auch einfach da runtergehen können und den anderen Weg nehmen können in der Main Mission. Und dann hätte ich den Fuzzi da unten wegbonken können. Naja, gut, egal. Hätte und so weiter. Ihr kennt den Spiel.
So. Guten Tag, junger Mann. Wer sind denn Sie? Mein Gott, manche sind aber auch hyperaktiv. Hallo? Da oben steht er. Yep. Gott, was eine heisere Tröte. Hat der denn geblasen? Ja, danke. Hallo? Nein, natürlich haben die soweit keinen Bock. Doch, komm, komm. Okay. Hat der getrötet oder wer? Entschuldigung. Oh, oh, oh. Junger Mann, wenn sie so passiv sind, wird das auch nichts. Oh, oh, oh. Ja, nee, nicht von beiden Seiten. Nicht sandwichen. Das brauchen wir nicht. Oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Jungs. Jungs. Mein Gott, ey. Nicht, dass ich hier gegen so einen Axtjockel verliere, ey. Mann, Mann, Mann. Müssen wir erstmal gucken. Guten Tag. Mann, nee, nee, machen Sie sich keine Mühe. Nicht extra für mich. Bim, bim, bim. Bim, bim. Hättest dir vorher denken können, dass ich hier hochspaziert komme. Vor allem, wenn ich dann so laut da hochtrampel, aber... Naja. So, dann war hier ja um die Ecke auch noch ein Schrein. Der ist natürlich... Ich hasse euch für solche... Keine einzelnen Schreine hier. So, hier haben wir wieder... Oh, da ist ein Yokai. Oh, eine Geisterdame. Kommen Sie da mal weg. Hat er mich doch noch mit erwischt. Na gut. Also da sollen wir wahrscheinlich runter, würde ich vermuten. Ja, natürlich haben sie da hinten einen Bogenschützen hingestellt. Und hier vorne ist natürlich auch noch jemand. Ja, no, da kommt alle ran. Danke, Incendium. Ich gehe mal Lurky Lurky schauen. Film mit Lili. Viel Glück und Spaß mit dem Samurai-Cosplay. Danke. Viel Spaß bei eurem Film. Und danke fürs Reinschauen. Bis die Tage. Ob im Bayou oder bei Lili im Stream oder bei mir. Bye, bye.
Du Keck! Aber im Vergleich sind es relativ wenig Tote heute. Also im Vergleich. Ja, super Sache. Was sagt denn der Tacho überhaupt? 5:05. Okay. Dann machen wir an der Stelle auch erstmal Pause jetzt. Das sind knapp 2,5 Stunden. Ja, das war natürlich der falsche Knopf. Das kommt davon, wenn man die Tasten umbelegt. Sehr schön. So. Also, erst einmal bis hierhin für jetzt in einer halben Stunde ungefähr. Also so ab 8:30. 25 Minuten. 8:30 CET. Da werde ich zurück sein mit Benne, mit Pieper und vielleicht noch mit Chris und Conny. Und wir spielen eine Runde Valheim. Da freue ich mich drauf. Erstmal danke ich euch aber vielmals. Einen Moment. Hallöchen, wenn der Klick auch noch gehen würde. Sehr gut. Danke ich euch. Ja! Fantastic, fabulous, tasty drink. I will. Prost, Ben. Ben. Prost. Ah. Also, gleich sind wir wieder da. We will be back on 8:30 p.m. CET. Yeah. And we will play a little bit of team streaming of Valheim. Bis gleich um 8:30. Macht es gut. Ich danke euch jetzt schon mal für diesen schönen, coolen Support und den ersten Teil des Streaming-Abends. Bis gleich, Pieper. Ich freue mich. Und ja, erst einmal vielen Dank. Bis gleich.